17.38 Uhr und Montag, den 12. Dezember. Und ich hatte jetzt eigentlich wieder weiter schlafen, aber ich wollte eigentlich früher zu die Hasen fahren, aber ja, da hatte ich so weniger geschlafen habe und müde bin, dann habe ich gedacht, nee, ich schlafe länger und fahre halt diesmal ein bisschen später. Aber egal. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich werde jetzt noch vielleicht vorher schnell das Weihnachtsgeschenke-Video vordrehen, weil ihr jetzt gerade die Möglichkeit super dazu habt. Oder ich hätte es danach, wenn ich komme, weil mich hier arbeiten ist. Da habe ich immer gut die Möglichkeit. Und Moment, das ist gerade ein bisschen leicht zu. Sonst weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ja, jedenfalls mich dann einmal fertig machen. Und ich drehe natürlich das Video jetzt nicht so, also das ist jetzt nur mein Morgenlook für YouTube. Jetzt ist es schon 12 Uhr zuvor. Jetzt ziehe ich mich ganz schnell um hier. Und jetzt müssen wir schnell schauen, wann der Bus kommt und sputen. Aber ich brauche mir Eli umziehen. Und die Mütze ziehe ich zu Weihnachten an, aber dass ihr die jetzt seht, ist wurscht. Und mein Gürtel, den kennt ihr sowieso. Aber das Kleid, ja, habe ich auch einmal gezeigt, das ziehe ich jetzt nicht an. Ich meine, jetzt extra die ausgezogen, aber wenn man sie nicht gesehen hat, dann weil die roten angezogen, weil die weihnachtlich sind, tatsächlich. So, schau jetzt ganz schnell. Zwölf Uhr was? Ich glaube, Viertel nach. Ja, genau. Ja, jetzt ganz schnell fertig und dann geht's ab. Kann es dann nachher wieder einpacken oder so, aber das ist halt nicht so schlimm. Muss man jetzt ganz schnell sputen, weil schon drei nach ist und ich Zeitdruck habe. Jetzt nicht beachten, ich schaue ein bisschen verheult aus, weil ich ja gerade geheult habe. Ich wollte ja zum Bus, bin noch schnell ins Zimmer um mich, weil ich was holen wollte. Stimmt, weil ich Socken holen wollte, dickere, dass ich in meinen neuen Winterschuh nicht so rutsche. Und bin aber die, wollte dann halt außer, wollte die halt holen und dann wieder außer und die schnell anziehen. Bin aber schnell außer, weil ich im Stress war und die Treppen, was zu dem Schlafzimmer führen, mein Freundin was kennt die, seien so scheiße rutschig und ich bin im Stress jetzt voll ausgerutscht und unknacks mit dem ganzen Fuß, dass er jetzt mit meinem rechten, dass es jetzt extrem wehr tut. Ich werde jetzt schauen, ob ich was zum Kühlen finde. Und dann werde ich ein bisschen abwarten. Aber vielleicht wird es ja besser. Wenn nicht, großes Problem. Wenn schon, wäre es fein. Aber ich habe jetzt der Besitzerin abgesagt wegen dem Hund. Ich werde jetzt den nächsten Tag nicht bei den Hunden sein. Also da wird es leider die Vlogs nicht geben. Und wenn ich hier ummal liege und ich schon nichts tun kann, kann ich auch mal kurz was tun, was ich mir besorgt habe. Und zwar da, wo wir shoppen wollen, Weihnachtsgeschenke shoppen wollen. Da haben wir bei NKD drei solche waschbaren, wiederverwendbaren, waschbaren Wattepads gekauft, Abschminkpads, weil ich sowas sowieso schon lange wollte und warum immer Geld ausgeben für richtige Wattepads, auch wenn sie so vielleicht nicht viel kosten, aber das ist einfach viel Müll und ist einfach immer nervig, wenn man das immer wieder welche nachkaufen muss und so hat man die halt immer. Und deswegen, ja. Wir haben auch hier so Dingkraft mit Geschenkspapier. Da ist nur auch so eine Schachtel. Die ist gerade runtergeflogen. Und zwar sind da so Bänder dabei. Geschenksbänder, Sterne und halt das Papier. Und halt eben so am Ton, da wo Lila dabei ist. Und mit Grün, aber das ist wie gesagt am Boden. Ja. Aber ich hätte jetzt die Zeit dazu, da ich ja nichts anderes machen kann, Geschenke einzupacken. Aber, ja. Also ich bin schon ein Trottel, denn ich kann da einfach Pause schalten und dann weiterreden, wenn mir nur was einfällt, statt immer ausschalten, aber egal. Ich werde jetzt, weil hinten habe ich meinen Reistopf vom Reiskocher ausgestellt. Da werde ich mir dann ein bisschen Reis jetzt schauen, dass man wärmen kann. Aber wirklich, ich kann eigentlich wenig gehen, es wird einfach viel zu viel wärmen.
Und danach werde ich es halt irgendwie kühlen oder sonst was. Ja. Blöd gelaufen. Jetzt ist es 13:20 Uhr, ich sitze immer noch genau an der gleichen Stelle. Und mir ist gerade eingefallen, ich werde mir jetzt da einfach mal ein paar Nuggets in den Ofen schmeißen, weil sagen, das bleibt man nicht. Mir ist gerade eingefallen, da ich jetzt nichts anderes machen kann, als wie blöd immer sitzen, weil ich nicht gehen kann, habe ich ja genügend Zeit, mich um YouTube und die Videos zu kümmern. Und das werde ich jetzt natürlich auch machen, nachdem ich gegessen habe, weil was anderes bleibt mir ja nicht. Oder werde ich einfach jetzt nur das machen, also die Nuggets schmeißen in den Ofen und dann hier draußen essen und mich dann, damit die halt nicht mit dem Teller widerstehen und dann mich einfach ins Bett legen. Und ja. Aber eins zeige ich noch kurz, was sie mir auch noch gekauft hat. Und zwar habe ich mir am Donnerstag oben shoppen wollen von Haribo solche Ausstecher für Kekse oder so eigentlich Kraft. Aber die kann ich auch ganz gut verwenden, wenn ich, weiß nicht, Kuchen oder so kraft. Und da kann ich auch ganz gut aus denen so Kuchen machen. Ja, das sind auch mal die da. Und auch mal die da. Ja, ich wollte die einfach haben, die müsst ihr mir kaufen. Und ihr habt mir noch und so eine LED-Licht, ja, LED-Kerzekraft. Die, was man eigentlich einschalten kann, unten. Aber das sind da keine Batterien und dann leuchtet die. Ja. Jetzt muss ich kurz schauen, weil mich redet mir gerade so schön. Jetzt sitze ich endlich im Bett. Immer eine Joggerhosen angezogen, statt die Jeans. Damit ich einfach was Bequemeres anhabe, wenn ich jetzt hier bin, Ela hier bin. Und ich werde jetzt hier einfach weitermachen mit meinem YouTube und schneiden. Und vielleicht Pferde einschalten. Und jetzt ist 14.04 Uhr, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ich kaufe meinen Polster, das mag ich nicht ganz gern. Ich würde mich gerne anlehnen. Und jetzt kann ich auch kurz sagen, das sind ja meine neuen Socken, die ja von Rattenberg gekauft habe. Und die sind halt ja rot und haben Mistelzweig. Die sind weihnachtlich. Deswegen habe ich die einfach zum Video, was ich vorgedreht habe, mit den Geschenken angezogen dabei. Aber ja, ich wollte dann eigentlich eben die Flauschesocken holen und dann ist passiert. Ja, dadurch, dass ich jetzt eben schön Zeit habe, werde ich jetzt einfach die Zeit nutzen und arbeiten. Sonst bleibt mir eh nicht über. Und ich werde jetzt einfach noch vorher hier meine Serie fertig schauen, die Folge, weil die geht nur 11 Minuten. Und dabei das Laptop zu laden lassen, dass er einer laden kann, gut, und dann werde ich halt arbeiten. Meine Folge ist jetzt erst aus und ich fange jetzt erst dann weitermachen, aber ist nicht so schlimm. Alles halb so wild. Fein ist heute, dass ich nicht an unserem gemeinsamen Kalender dran bin. Das heißt, ich muss hier nicht aufstehen, sonst würde er mich hier herbringen, aber egal. Wenn er aus hat, fährt er dann zuerst zu mir heim, holt meine Schwägerin, bringt sie heim und sie gibt ihm dann die Krücken mit, die sie hat. Weil eben ich sie gefragt, ob sie mir die leihen kann, weil dann kann ich mich zumindest in der Wohnung besser bewegen, weil mein Fuß nicht belastet. Dann kriege ich noch von Michi halt, wenn er heimkommt, weil er von der Apotheke mitnimmt, eine Salbe. Da schmieren wir mal den Fuß ein und tun mal Verband um und dann schauen wir mal. Ich werde ihm halt jetzt sagen, ich warte mal bis morgen ab. Und morgen ab 8 Uhr irgendwas, was jetzt nicht mehr, hat sie dann Zeit, weil vorher hat sie Therapie. Und wegen ihrem Fuß. Und dann schauen wir, wenn ich dann melde mich und dann schauen wir weiter, ob ich
in die Klinik fahren oder nicht. Wenn es bis dahin nicht besser ist und immer noch gleich ist wie heute, dann werde ich schon fahren. Und dann kommt sie extra her und geht mit mir nachher um mich und bringt mich wieder her. Oder fährt mit mir zur Klinik und wieder her. Sorry. Wir haben es jetzt 15:49 Uhr und oh, der Scheiß kackt mir an. Naja. Mein Fuß schmerzt noch, aber ja. Ich laber jetzt nicht den ganzen Vlog über den scheiß Fuß. Also sehr langweilig. Obwohl krass, meine Mom hat mir mal letztens ein Bild geschickt, da war sie 15, 16. Und da war sie damals mit ihrer alten Firma. Haben sie Betriebsausflug gehabt, ich glaube, wo? München, Wien oder irgendwo. Und dann hat sie in dem Fuchur von der unendlichen Geschichte ein Foto machen lassen. So krass, wie jung sie da war. Wahnsinn. Wie lange das her ist, vor jetzt auch. Also, ja, aber der Scheiß hier, wie gesagt, zipft mir an. Ich kann es irgendwie nicht gescheit wegtun. Ich krieg's nicht mehr weg. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich kann drücken, was ich will. Es geht einfach überhaupt nichts. Ja. Keine Ahnung. So, ich bin hier jetzt fertig und es ist jetzt 16:48 Uhr und Michi ist auf dem Weg. Also, aber nicht gleich hierher, sondern ihm jetzt noch eine Schwägerin holen. Und dann müsste schon bei ihr sein. Ich weiß nicht, wo er bei der Apotheke war. Jedenfalls, ja. Also so um 5:45 Uhr oder so, spätestens 5:30 Uhr rechne ich mit ihm. Oder zwischen 5:30 Uhr, sagen wir so. Oh, aber ja, dann stelle ich mal meine Krückenlei ein. Oh. Halleluja. Hallo. Was haben wir denn jetzt? 19:07 Uhr. Und was ist jetzt Kalendertag? Ja, genau. Und ich ziehe mir nachher was an das Oberteil an, weil mir zu warm ist. Mach das. So. Und ganz kurz, ich habe jetzt die Krücken da. Ja. Ja. So, dann machen wir auf. Na, ist Nummer 12. Er darf seine Hand öffnen. Die ist ja schon halb offen. Kindermini. Er darf seine Hand öffnen. Ja, genau, meine Hand. Am 12. Jetzt bin ich an der Reihe. Ja. Du Vogelscheiß. Da, da. Ich habe heute auch schon Schokolade gegessen. Ja, passt ja. Ach, die Kind kann sein so aussch... lappert. Mhm. Ich, in Alufolie, wie kann man so ich Scheiße so in behindert. Alufolie backen? Oh, jetzt den Kalender noch. Da ist Nummer 12. Extra wegen mir hat das sie alle hergeholt. Ja, klar. Aber kein Crispy. Ach komm schon. Am Anfang ist immer noch so gut. Ja, da haben wir das und das dran. Ach, ja, ja, und auch mal habe ich gesagt. Das ist ja nicht so schlimm. Immer kein Crispy. Ist doch. Haben wir nur Orange. Ein blaues und ein blaues. Ja, und sonst nur Orange. Voll gekackt. Mhm. Zurück, die Anfang. Hat dann mal so eine Sportsalbe mitgebracht und dann Kühldingsdöns da. Mhm. Die blauen Dinger da. Mein Fuß ist auch schon einbandagiert. Ja. So, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Somit ist es auch heute wieder fertig. Ja. Und wir beenden jetzt diesen Vlog. Ja, und sagen auf Wiedersehen und bis morgen. Und danke fürs Einschalten. Und danke fürs Einschalten. Natürlich. Auf das habe ich eigentlich gewartet. Okay, bye. Bye.